Hallo meine lieben zuguckenden Gucker, willkommen zu einem neuen Camping-Tutorial. Diesmal ist es das zweite, also die zweite Camping-Tutorial auf diesem wunderschönen Kanal, Fiuse Gaming. Und ich habe heute den Sean dabei und wir sind hier auf der Map Raid. Und heute werde ich euch, wie immer, schon in dem letzten Video, wo ich euch die besten Camping-Spots auf Nuketown gezeigt habe, zeige ich euch die heute nochmal auf Raid und... Viel Spaß bei dem Video, ich hoffe ihr lernt schön. Und da wären wir auch schon wieder bei dem ersten Spot, den ich euch jetzt hier präsentieren werde. Da müssen wir erstmal hinlaufen, also weg hier von der ganzen Elektrizität. Und dann würde ich mal sagen, auf zum ersten Spot und los geht's. Der befindet sich hier auch, da liegt schon einer. Naja. Also am besten, man kniet sich hier einfach. Dann guckt man einfach so ganz mies um diese Kante. Wichtig ist, dass man nicht so weit vorne steht, dass man nicht so zurückgehen kann. Also zur Seite, weil da ist dann die Wand. Und das wird kritisch, wenn da vorne zu viele kommen. So kann man einfach immer schön hier hinter. Und das passt. Erstmal, hier kann man sie alle wegholen, falls sie kommen. Und ansonsten sollte dann hier jemand langlaufen, wenn hier gerade jemand kommt. Dann kann man den einfach hier raus, bang, so, boom, und sofort ist er weg. Genauso wie hier und da und hast du nicht gesehen, boom, hier genauso. So müsst ihr das machen. Wenn ihr irgendwann mal solche Profis seid wie ich, dann habt ihr es geschafft. Und nur mit meiner Hilfe und diesen super tollen Videos könnt ihr es auch irgendwann mal die Möglichkeit besitzen, so groß rauszukommen. Und damit ihr das auch noch weiter schafft, zeige ich euch jetzt den nächsten Spot des Todes. Also, und da wären wir auch schon bei dem nächsten Campingspot. Erstmal wieder weg von der Elektrizität und da muss ich euch vorher noch mal kurz was zeigen. Etwas, wo ich wirklich sehr stolz drauf bin. Und das ist mein eigen gestutzter Bonsai-Baum. Jahrelang habe ich hier dran gesessen, um ihn auf Raid wachsen zu lassen. Und nun ist er fertig gedeiht, rein fertig zu präsentierable und it's wonderful. Etwas groß, aber den habe ich auch gut gedüngt. Jeden Tag mit Sean ein bisschen Pipi und dann passt das. Naja, wieder zurück beim Thema. Das hier, was ich jetzt zeige euch, ist nicht ein Camper-Spot, sondern ein Headglitch-Spot. It's a headglitch spot because man kann abgeschossen werden von fast jeder Seite. Aber das macht nichts, denn ihr habt alles im Blick. So, man kann nämlich hier ganz knallhart über diese Ecke zielen und jeder, der da hinten die Treppe hochläuft, wird abgeschossen. So, das war jetzt ein bisschen gefailed, aber da scheißt man einfach drauf, denn man kriegt das sowieso alle. Mit den Reaktionen des Meisters und den Infos, die ich euch hier verteile, hält euch nichts mehr auf. Außer ihr achtet nicht darauf, was hier an dieser Seite passiert. Denn da können immer noch Gegner kommen. Oder komische C4s hergeflogen kommen. Und man kann einfach getötet werden. Wenn man zu konzentriert aufs Video ist. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Zielt immer auf die Beine. Dann hat der Gegner keine mehr. Naja, bis zum nächsten Campingspot. So Leute, wir sind hier in meinem persönlichen Trainingsraum und nachdem ich hier jetzt gerade die ganzen Hantelgewichte gestemmt habe, muss man erstmal einen Schluck trinken, denn das ist gut für die Gesundheit. Mit dem Handtuch eben abwischen den Schweiß und dann kann man auch schon gleich wieder los zum nächsten Campingspot. Den zeige ich euch aber diesmal nicht an mir, also aus der Ego-Ansicht, sondern aus der Ansicht, dass ich einfach auf Sean gucke und der dann zeigt, wie man das so macht hierbei. Nämlich sitzt der hier gerade in der Ecke und hat hier einfach mal dieses komplette Feld im Sicht. Jeder, der hier rumläuft, den holt er sich. Wer durch die Tür kommt, den kann er sich einfach holen. Wer hier rauskommt, na okay, da braucht man... Ja, doch, das ist noch in seinem Sichtwinkel. Egal was passiert, er hat sie alle. Und gut getarnt ist man auch noch. Soll heißen,
egal wo wer ist, er kann einen einfach töten. Völlig unerwartet. Wie zum Beispiel jetzt gerade. Man ist einfach weg. Man sieht hier gerade auch nochmal schön den Sichtwinkel, den er da hat. Der ist sehr riesig. Und ich würde sagen, das ist schon echt ein lohnenswerter Spot. Und nachdem ihr mit eurem Best Buddy eine Runde Basketball gespielt habt, hier auf Raid, auf eurem privaten Basketballplatz, wird es nun Zeit, euch den neuen Campingspot, den Todes, zu präsentieren. Dazu kommt ihr jetzt einfach mal mit. So, der befindet sich hier bei der Schubkarre. Und da kann man sich einfach so hinterknien. Und man hat hier das obere Fenster im Blick. Und aus dem, also das ist auch einer der Spots, die gleich noch kommen werden, kann man nämlich auch super schön campen. So, falls hier unten noch irgendwas los sein sollte, also da am Fenster, kann man einfach wieder aufstehen und sich den nächstbesten Gegner krallen. So, da hatten wir ihn auch schon gleich. Aus dem Fenster, wie gesagt, kann man sich da auch einfach alle holen. Dann kann man auch, ist ein bisschen riskant, aber einfach mal nach vorne rushen und sich hier die da unten einfach alle rausholen. Naja, also das ist auf jeden Fall die Schubkarre-Spot. Und die ist schon echt hot. Bis zum nächsten Campingspot. So, meine Freunde, diesmal zeige ich euch zwei Campingspots auf einmal. Einmal hier oben auf dem Fenster, den kennen wir ja schon. Ganz einfach hinknien. Und man kann hier alle wegballern, die man sieht. Und dann gehen wir auch gleich nochmal nach unten. Messern hier die Fensterscheibe weg. Und da kann man sich hier super schön hinlegen. Und da hat man hier das alles im Blick. Falls hier noch jemand auf Tauchstation geht, kann man ihn auch schön wegdingsen. Und bam, der nächste, der hier vorne herläuft oder sonstiges, wird einfach weggeholt. Und so muss es sein. Das ist die Taktik zu gewinnen. Viel Spaß dabei. So Leute, wir sind jetzt angelangt bei dem letzten Campingspot, den ich euch hier auf Raid präsentieren darf. Und zwar wäre das dieses kleine Hinterhöfchen. Keine Ahnung, warum das hier überhaupt existiert, weil wer guckt hier drauf? Naja, jedenfalls kann man sich hier hinlegen, ist super getarnt, alles ist dunkel. Man kann hier alle, die hier herlaufen, kann man sich holen. Wenn hier das Gras nicht so stört, kann man auch noch ein bisschen nach vorne gehen. Im Zweifelsfalle. Und man hat ja auch die Sicht auf dieses Fältchen. Kann man sich auch einfach alle rausholen. So. Dann gibt es aber noch das Problem, dass hier hinten können einfach Gegner rübersteigen oder einfach nur die Scheibe messern und durchlaufen. Und das will man ja nicht. Deswegen habe ich hier ein C4 liegen, was eigentlich eine S-Mine oder eine Claymore darstellen soll. Und wenn dann hier von da vorne jemand kommt, kommt er hin und die macht einfach nur Bumm. Das war erschreckend. Nun ja, nachdem diese dann Bumm gemacht hat, ist der Gegner tot und man kann sich eine neue hinlegen, falls man zwei dabei hat. Sollte man haben, wenn man es bevorzugt, permanent dazu sein. Oder man stirbt einfach einmal. Aber das ist ja nicht die camperische Art. Ja. Ja, so geht's auch. Na, bis dann, Leute. Und vergesst nicht, Geist und Kaltblütig auszurüsten, denn sonst könnte es sein, dass ihr aus der Luft einfach aus irgendwelchen runterfliegenden Sachen zerschlagen werdet oder vom Boden. Und das wollen wir ja nicht, ne? Denn das wäre immer scheiße. Ganz im Sinne von aus der Luft zerschlagen. Bum.